Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zum allerersten CS2-Update im Juni. Das schauen wir uns direkt mal an, denn Updates sind ja immer nice, oder? Die Jenny hat nicht mal einen BH, den sie anziehen kann. Was macht ihr denn mit uns? Geht's noch? Am 4.6. bzw. am 5.6. erschien das aktuelle Update. Wir kriegen es ja immer erst nachts, aber es ist halt dann vom Vortag. Und hier wurden augenscheinlich nur 4 kleine Dinge verändert, aber dieser ultra fette Exploit, dieser Fail, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, ist hiermit gefixt worden. Dazu habe ich von meinem Kontakt diese Nachricht hier bekommen. Der Fehler, der hier oben gefixt wurde, ist direkt sehr kurios. Und zwar werden die Punkte jetzt wieder richtig gezählt, im Deathmatch wie auch in Arms Race. Es war aber wohl eine ganze Weile so, dass du am Ende den Knife Kill zum Beispiel nicht gezählt bekommen hast. Somit hatte dann irgendwann jeder das Knife und das Spiel ging erst dann zu Ende, wenn die Zeit ablief. Das ist natürlich lost. Ich bin bei Reddit wieder nicht eingeloggt, jetzt ist alles weiß, doch scheiße. Es geht bestimmt auch ohne sich einzuloggen, ne, irgendwie. Na, scheiß drauf. Und im Deathmatch war es fast noch etwas kurioser, und zwar haben nur Hühnchenkills gezählt. Schaut mal nach oben. Noch hat nur dieser eine einen Punkt. Er killt jetzt hier jemanden. Bumm. Er hat keinen Punkt. Er killt das Hühnchen. Flupp. Und schon hat er einen Punkt bekommen. Ich weiß hier auch wieder nicht, wie einem sowas durchrutschen kann. Also bei einem Update, man sagt sich, sowas wollte ich noch updaten. Ah, ich wollte noch die Scores kaputt machen. So ein Scoring-System ist ja eigentlich, sollte ja eigentlich fest und halt abgekapselt oder halt eingekapselt sein vielmehr. Und ja, leider bin ich immer noch erkältet. Also ich werde dann gleich im Livestream ab 18 Uhr auch, also wir daddeln gemütlich rein, so wie immer. Aber ich gucke, dass ich ein bisschen weniger rumlaber. Für das Giveaway gleich im Stream habe ich übrigens an diese Z-Track M4A4 Neo Noir gedacht. Meinungen? Des Weiteren wurde noch ein Fall gefixt, in dem man durch die Decke durchklippen konnte, um halt dann da durchzugucken. Das sah dann ungefähr so aus. Man sieht, er springt hier halt immer wieder hoch und kann dann kurz da durchgucken und sogar gar nicht zu wenig. Ne? Da kann man schon einiges sehen. Das hier ist übrigens von Dudak. Von ihm habe ich schon einige Dinge gezeigt. Er hat generell einen ziemlich nicen, ja, ich sag mal Twitter-Feed nennt man das hier, glaube ich. Also er hat ganz, ganz viele Fehler, die doch bitte gefixt werden sollen. Und es wurden solche Dinge auch schon gefixt. Ich würde hier sogar fast davon ausgehen, dass das hier wegen ihm gefixt wurde. Und ja, er hat hier, wie gesagt, ganz viele Dinge, die halt gefixt werden sollen, Fehler und so weiter und so fort, die er hervorhebt. Unter anderem, und das kommt wahrscheinlich auch von ihm, wurde gefixt, dass das Tier 4 nicht mehr an gewissen Oberflächen oder in gewissen Ecken stecken bleiben kann. Er hat hier sogar eine ganze Compilation gemacht mit Ecken und Kanten, an denen die Bombe einfach, ja, stacken bleiben kann. Und das ist natürlich blöd für die Tees, ne, wenn die auf einmal hinfort ist. Also Volvo, bitte machen. Guckt einfach bei dem rein und fixt alles, was der postet. Danke. Und zu guter Letzt wurde weiter an der Stabilität des Spiels gearbeitet. Ich habe dafür eben eine Runde Deathmatch und eine Runde Arms Race gespielt. Bei mir ist wie immer alles relativ in Ordnung. Ich habe euch ja letztens gesagt, dass es ab und an mal mit diesen Tastatureingaben, Latenzen oder Delays, dass ich damit zu kämpfen habe. Das wird aber wahrscheinlich eher an meinem Internet liegen. Ich bin ja immer noch mit Starlink unterwegs und ja, da drücke ich halt manchmal AD, AD, um Jiggle zu peaken. Und zwischendurch drücke ich halt D und direkt wieder A, aber er macht einfach den hier. Obwohl ich natürlich sofort wieder nach links gedrückt habe und er läuft einfach weiter nach rechts. Ich denke, das liegt wahrscheinlich eher an mir als an Counter-Strike, aber das hat irgendwie gefühlt zugenommen. Vielleicht ist es jetzt auch wieder weniger geworden. Bei meinem Arms Race und Deathmatch-Spiel habe ich davon nichts gemerkt. Beim Schießen ist das zum Glück nicht der Fall, nur bei der Tastatur. Und ja, ich habe schon eine andere probiert, das ist bei beiden ab und an so. Also ich würde sagen, kurzes und nicht sonderlich knackiges Update. Außer es schreiben mir heute im Stream ganz viele, wow, also bei mir ist es ja total super stabil geworden. Hm. Und da wir jetzt schon durch sind, können wir noch ein paar Giveaways auflösen. Let's go. Es gab einmal für euch diesen Phoenix-Patch zu gewinnen. Das Teil gab es in dem Video, in dem ich euch das neue Spiel von den Volvos vorgestellt habe, dieses Deadlock. Und die Frage war, ob das ein Troll ist oder nicht, ob das ein Velo-Killer ist, so irgendwie in die Richtung. Vielen Dank für 145 Kommentare. Und wir ziehen direkt unseren Gewinner. Gott, meine Nase spackt gerade auch noch rum und geht schön zu. Ich nehme gleich noch so ein Aspirin-Komplex oder was. It's my Harem Random Clips. Bin gespannt auf das Spiel. Bin ich nicht so der Fan von Spielen mit so Spezialfähigkeiten wie Overwatch und Valorant. Ich guck mal kurz, wie ich die Frage gestellt habe. In den YouTube-Giveaways gab, und zwar einen Patch. Ja. Kann man sich da so aufklären? Ja, aber nicht. Was ihr von dieser neuen Spielsache haltet. Findet ihr auch, dass das wie so ein absoluter Troll wirkt, als wenn sie okay, sagen, was haltet ihr von der neuen Spielsache? Dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Was hältst du davon? Ich bin nicht so der Fan davon. So. Harem, du hast somit gewonnen. Schreib mir bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deinen Trade-Link wie bereits geschehen hier ein. Sehr gut. Dann einfach nur noch melden und dann geht das Ding raus. Als nächstes gab es diese AWP-Wurmgott zu gewinnen mit Steady-Track. Das war in dem Video, in dem ich dann gefragt hatte, warum wohl so viele Leute auf Cheater treffen und dann wiederum so viele andere nicht. Also wie kann das sein, dass es diese großen Unterschiede gibt? Vielen lieben Dank für 202 Kommentare, sehr edel. Und wir ziehen direkt rein. Und der Gewinner ist Nico.
Dire Essen. Er hat es endlich geschafft. Also Nico leider nicht gewonnen, aber ja, darauf hat er so geschwitzt, dass er hier in dem Video erscheint, dass ich Dire Essen Gag vorlese. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier als zweiten Gewinner oder vielmehr richtigen Gewinner. Ich denke, es liegt definitiv am Rank- und Trust-Faktor. Jedoch denke ich, dass viele es auch extrem übertreiben und viele als Cheater bezeichnen, obwohl sie ganz klar nicht cheaten, ausgenommen von denen, die sich drehen. Die erkennt jeder. Kujinx, du bist somit der Gewinner. Und ja, das ist auch ein schöner Kommentar. Ich denke auch, dass es ganz viel am Rank- und am Trust-Faktor liegt und natürlich halt an der Einstellung. Es gibt einfach Leute, die callen sofort einen Cheater. Sofort, instantly. Egal, also wenn sie einfach nur einen Headshot naschen. Ah, der hat an, das kaufe ich hier nicht ab. Jinx, du hast somit gewonnen. Bitte hier einmal melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und den Trade-Link hier bei dir reinballern. Und das ist auch schon geschehen. Sehr schön. Übrigens, so finde ich es am besten, wenn er richtig in der Kanalinfo drinsteht, dass ich ihn rauskopieren kann. Und zu guter Letzt lösen wir noch die AWP Duality auf. Die gab es bei diesem Skin-Mieten-Update-Video. Und hier sollte man einfach nur zum Thema Skin-Mieten, wie findest du das, reagieren. Vielen lieben Dank für 229 Kommentare. Dankeschön. Wir snacken uns den Gewinner. Und der Gewinner ist Fabian Ruggeberg. Interessante Sache mit der Miete. Vielleicht versucht da Volvo auch nur ein neues Geschäftsmodell. Würde allerdings auch nicht die Skins mieten. Fabian, du hast somit gewonnen. Bitte hier melden und deinen Trade-Link bei dir, wie bereits geschehen, reinballern. Sehr schön, sogar eine doppelte Ausführung. Perfekt. Ach, guck mal, da unten ein sehr schickes Bild. Nice. Und natürlich machen wir auch noch geschwind ein Giveaway für das heutige Video. Es gibt das StatTrak USPS Flashback zu ersnacken. Und hierfür knüpfen wir direkt an den letzten Punkt des Updates heran. Wie sieht bei dir die Stability von Counter-Strike aus? Ist es bei dir stabil oder stürzt es ab? Wie läuft der Hase? Wie läuft Counter-Strike bei dir? In die Kommentare reinhauen, dann ist man automatisch mit im Giveaway dabei. Und damit ihr auf jeden Fall spürt, wie sehr ich mich über eure Kommentare freue, lese ich jetzt auch wieder drei aktuelle Kommentare vor. Und zwar einmal, sogar vor 8 Minuten, von Wingston. Arbeite trotzdem lieber an meinem Aim, als irgendwelche Spielfehler auszunutzen. TDEM. Heißt TDEM trotzdem? TDEM? Wahrscheinlich, ne? Finde ich gut. Ja, also Spielfehler auszunutzen ist, finde ich auch absoluter Quatsch. Also in Multiplayer-Games. Wenn man jetzt im Singleplayer-Game irgendwas Witziges findet, naja, komm, aber klar, Multiplayer ist Quatsch. Der nächste Kommentar kommt von Kerem Aksan. Ich danke dir für deine Videos. Immer auf dem neuesten Stand durch dich. Nee, finde ich Quatsch und werde ich nicht benutzen. Diese Exploits, das war halt auch die Frage. Und dann noch vor 7 Stunden von Boys. Wer macht bitte noch ein Xbox Series X Unboxing nach über 3 Jahren? Hallo? Das war es dann soweit mit den Kommentaren und auch mit diesem Video. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, gleich im Livestream ab 18 Uhr heute wieder Donnerstag. Denkt dran, wir spielen auf eSportle. Wer da mitspielen möchte, kann sich schon mal eSportle.com. Ja. Aufmachen und sich dort anmelden, falls noch nicht geschehen, Anti-Cheat runterladen und so weiter und so fort. Jeden Donnerstag spielen wir dort. Dienstags und freitags immer ganz normal CS2, donnerstags eSportle. Dann sehen wir uns gleich live oder halt im nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen. Lasst es krachen. Vielen Dank fürs Reinschauen, für die Kommentare, für die Likes. Bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken Fett.